Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Genre. Wir möchten hier ganz grob mit euch besprechen, was die diversen Genres wie zum Beispiel Hip-Hop, die elektronische Musik, Drum and Bass, Dubstep, Rock und Pop ebenso unterscheidet. Und hier gibt es ja nicht nur vom Sound an sich, was ja sowieso jeder hört, noch auch theoretische Unterschiede, wie die Tracks produziert wurden, wie sie aufgebaut sind und was sie ebenso für Eigenschaften haben. Und deswegen für euch hier ein Überblick, damit ihr im Prinzip auch mal die Theorie dahinter versteht, warum denn Hip-Hop nach Hip-Hop klingt und Drum and Bass diesen typischen Drum and Bass Sound hat. Fangen wir mit Hip-Hop an. Hip-Hop ist natürlich an sich eine Kultur. Das ist nicht nur die Musik, sondern auch Breakdance, Graffiti und noch andere Sparten, die eben unter diesem Hauptbegriff Hip-Hop zusammengefasst werden. Wir konzentrieren uns logischerweise jetzt hier nur mal auf die Musik. Und Hip-Hop ist normalerweise eben im Viervierteltakt produziert, wobei es aber keine verlässliche Phrasenstruktur gibt, wie zum Beispiel bei elektronischer Musik, wo du dir ziemlich sicher sein kannst, dass einzelne Phrasen immer zum Beispiel 8 oder 16 Takte lang sind. Von daher müsst ihr hier als DJs aufpassen und mitzählen. Aber worauf ihr euch verlassen könnt, ist, dass mit ziemlich sicherer Wahrscheinlichkeit die Tracks alle im Viervierteltakt produziert sind. Die BPM bei Hip-Hop bewegt sich zwischen 60 und 150. Das ist natürlich eine sehr große Spannbreite, denn hier kommt es darauf an, ob du zum Beispiel einen sehr langsamen Boom-Bap-Beat hast oder auch beim Trap, die eben in einer sehr hohen BPM-Zahl produziert werden. Und hier kann es zum Beispiel sein, dass du diese Lücke zwischen dem langsam und dem sehr schnellen Hip-Hop-Track so übergehen kannst, dass es genau die doppelte BPM-Zahl ist und es dann im Prinzip doch wieder passt. Besonderes Stilmittel beim Hip-Hop kennt eigentlich jeder. Scratching und Beat-Juggling, also im Prinzip generell Turntablism, die Kunst mit Schallplatten und auch zum Beispiel eben dem Mixer hier besondere Techniken auszuführen. Das ist auf jeden Fall eine Kunst für sich und braucht jahrelange Arbeit, bis man das sehr gut beherrscht. Dazu aber zum Beispiel noch mehr später in unserem Mixing-Kurs, wo es auch extra um Scratchen und Beat-Juggling geht. Die Produktion ist sehr Sample-lastig. Das ist auch ein sehr typisches Element für Hip-Hop, dass man viel mit Samples arbeitet. Außerdem mit Drum-Machines und der Rhythmus ist eben sehr geprägt von dieser Anordnung der Drums. Ihr kennt ja sicherlich diese Kopfnicker-Beats, diese typischen, die eben an den Drum-Machines immer zusammengezimmert werden. Und von daher beim Mixing ist es natürlich eher schwierig, weil ihr kein klassisches Intro und Outro habt, wie man es vielleicht von der elektronischen Musik her kennt, die über 16, 32 Takte lang gehen. Und deswegen natürlich auch eine Möglichkeit, hier mit Scratches zu arbeiten. Das muss natürlich erstmal gelernt sein. Aber generell habt ihr hier als Hip-Hop-DJ auf jeden Fall viel zu tun, dass ihr immer coole, saubere Übergänge hinbekommt, denn die Produktion an sich macht es euch erstmal nicht so leicht. Ja, bei elektronischer Musik ging die Entwicklung auf die synthetischen Produktionsmöglichkeiten in den 1980er Jahren zurück. Und hier kam natürlich auch die digitale Entwicklung sehr gelegen. Die Tracks sind allgemein im Viervierteltakt produziert und die BPM bewegt sich so von 110 bis 130. Das ist natürlich alles nicht in Stein gemeißelt, eben nur allgemein. Hier kommt es natürlich dann auch mal drauf an, ob man eher in Richtung Deep House, Chill House geht und dann eher langsamere Beats hat oder in Richtung Hard Techno, wo die BPM-Zahl auf jeden Fall auch 130 BPM übersteigen kann. Besondere Stilmittel sind natürlich dieser durchgehende, fast schon hypnotisierende Beat, der über Stunden dann im Prinzip hämmern kann. Das ist dieser klassische 4-to-the-floor-Beat, also auf jedem Takt auch eben ein Bassschlag. Und das gibt diesen typischen, durchgehenden, eben sehr langgezogenen Flow im Prinzip im Lied. Die Produktion ist bei elektronischer Musik eher weniger mit Vocals belastet im Vergleich zum Hip-Hop. Natürlich ist es auch ein Anteil, der oft genutzt wird, aber eben es ist kein typisches Stilmittel. Die Bassdrum ist dafür umso wichtiger, denn hier
zieht der Track erst richtig seine Energie daraus und dadurch wird es natürlich auch richtig zur Crowd übertragen. Kombiniert wird das Ganze dann gern noch mit eingehenden, sich wiederholenden Melodien und eben anderen Elementen, die dem Ganzen einen richtigen Groove verleihen, der sich dann eben auch gerne über viele Minuten im Track hindurchziehen kann. Hier das Ganze eben sehr techniklastig und vor allem viel digital. Beim Mixen habt ihr es bei dieser Musikrichtung eigentlich als DJ am leichtesten, denn normalerweise gibt es hier immer bei den Tracks ein langes Intro und ein langes Outro, in denen der Track sehr reduziert ist von seinen Elementen her und diese Stelle genau dafür geeignet ist, den Übergang zu vollziehen. Von daher mindestens eigentlich 16, wenn nicht sogar bis zu 32 Takte lang. Hier könnt ihr auch viel mit Effekten oder anderen Möglichkeiten arbeiten, um das Ganze noch ein bisschen spannender zu gestalten. Aber auf jeden Fall, hier habt ihr es als DJ eigentlich am leichtesten. Bei Rock, Pop und Schlager haben wir das Ganze jetzt mal so zusammengefasst, weil man hier im Prinzip eigentlich nicht von einer klassischen Struktur dieser Lieder sprechen kann. Zwar sind alle Tracks eigentlich immer im Viervierteltakt produziert, aber es gibt überhaupt keine einheitliche Phrasenstruktur. Jedes Lied ist für sich komplett individuell und daher ist auch deine individuelle Klasse als DJ gefragt, dass du die Lieder alle genau kennst, dass du sie richtig analysierst und hier eben schaffst, die passenden Stellen zu finden, um den Übergang zu starten. Deswegen, da es auch hier kein klassisches Intro und Outro gibt, musst du schauen, wie du das als DJ regelst. Du kannst hier natürlich zum einen auf die Techniken des Hip-Hop zurückgreifen und hier mit Scratches arbeiten oder andere Techniken anwenden. Alternativ, wenn du es vielleicht schaffst, passende Stellen zu finden, bekommst du vielleicht auch kleine Intros und Outros zusammen, die du dann sauber ineinander mischen kannst. Das musst du mal schauen. Aber zum Beispiel gerade auch in diesen Musikrichtungen ist es eigentlich nicht verpönt, wenn man mit harten Cuts arbeitet oder mit sehr schnellen Blends, also dem klassischen Übergang. Oder wirklich, wenn gar nichts mehr geht, einfach im Prinzip ein richtig asynchroner, schneller Übergang am Ende des Tracks. Das wird normalerweise auch geduldet, weil die Leute ja auch selbst wissen, dass es kein richtiges Intro und Outro gibt. Drum & Bass kommt eigentlich eben ja aus der elektronischen Musik. So eine Weiterentwicklung im Prinzip, eine Abspaltung, ist so um die 1990er Jahre entstanden. Im Prinzip sind alle Tracks im Viervierteltakt produziert und haben klassische 8-Takte-Phrasen, also eben auch sehr angelehnt an die elektronische Musik. Die BPM bewegt sich in Richtung 160 bis 190, also deutlich schneller auf jeden Fall als die klassische elektronische Musik. Aber das ist natürlich auch eben typisch für den Drum & Bass. Und besondere Stilmittel sind dabei der Two-Step-Beat, als auch eben die Vocals, die gerne über diese Songs gelegt werden. Und vor allem dieser Wobble-Bass, der typische, der diesen Drum & Bass Track genau den Sound, genau dieses Feeling verleiht, was die Musikrichtung so ausmacht. Die Produktion ist auch wie bei elektronischer Musik sehr Computer- und Sequencer-lastig, von daher eben viel Einsatz von Loops und Samples und deswegen natürlich auch eben sehr strikt durchgetaktet. Das Mixing wird im Prinzip eine Mischung aus Hip-Hop und elektronischer Musik werden, denn bei Drum & Bass kannst du auch gut mit Scratches arbeiten, vor allem eben, weil hier viel mit Vocals noch gearbeitet wird. Aber du hast natürlich auch die Möglichkeit, weil es üblicherweise ein langes Intro und Outro gibt, dass du auch hier einen längeren Übergang planst. Das ist genauso möglich. Von daher musst du nur aufpassen, dass du nicht die falschen Liedteile ineinander mixt, weil Drum & Bass meistens sehr voll und kräftig produziert ist. Von daher Vorsicht, dass hier der ganze Übergang nicht zu überladen wird. Bei Dubstep haben wir die Weiterentwicklung vom Jungle, hat natürlich auch gewisse Einflüsse von elektronischer Musik, ist ebenfalls wie bei Drum & Bass um die 1990er Jahre geschehen. Und auch typisch natürlich hier der klassische Viervierteltakt und die typischen 8-Takt-Phrasen. Auch eben wie bei Drum & Bass und elektronischer Musik. Man sieht hier deutliche Parallelen. Und die BPM, da haben wir hier eine besondere Situation.
denn entweder haben wir üblicherweise 60 bis 70 BPM als Half-Step-Beat oder das Ganze eben verdoppelt und dadurch landen wir dann bei 130 bis 140, ungefähr natürlich nur. Und das ist ja auch sehr typisch für den Dubstep. Besondere Stilmittel sind hier der Wobble-Bass, genau wie bei Drum & Bass, sowie vor allem ein massiver Effekt- und Filtereinsatz. Also die Tracks sind hier wirklich viel verzerrt, ineinander verschachtelt und eben stark bearbeitet, wie man es vom Dubstep eben so kennt. Die Produktion lebt von einer ausgeprägten Bassline, wobei eben auch viel wieder mit Computern und Sequencern gearbeitet wird. Die digitale Produktion steht hier definitiv im Vordergrund und vor allem auch ein großer Einsatz von Loops und Samples ist keine Seltenheit, wodurch dann das Mixing eben genauso auch wieder wie beim Drum & Bass eine Mischung aus dem Hip-Hop als auch aus dem elektronischen Stil werden kann. Hier kannst du genauso auch mit Scratches arbeiten oder du schaust halt eben, dass du diesen klassischen langgezogenen Übergang hinbekommst. Denn du wirst definitiv auch bei Dubstep üblicherweise ein Intro und ein Outro vorfinden. Wir hoffen, dass wir dir jetzt hier einen guten Überblick verschaffen konnten über diese großen übergeordneten Genres. Natürlich ist hier nichts in Stein gemeißelt, das sind nur Orientierungshilfen, denn es gibt ja auch noch Subgenres, wo sich verschiedene Genres wieder miteinander vermischen und es gibt immer Ausreißer, Tracks, die im Prinzip was Besonderes, was anderes, was Neues sind, weswegen eben auf jeden Fall deine individuelle Klasse als DJ gefragt ist. Du musst hier jeden Track immer wieder genau einzeln angucken und eben überlegen, welche Möglichkeit du jetzt hier nutzt, um einen sauberen Übergang zu starten. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.